So, wir müssen hier so ein paar Marktbegriffe mal erarbeiten. Das ist jetzt nicht allzu schwierig. Und wir schauen uns das mal an. Gehen wir direkt da durch. Ja, das ist unsere Folie. So, wo sind wir? Immer die Frage, wo sind wir im Marketinghaus? Guck mal hier. Hier seht ihr die Ebenen, Unternehmensebene, strategisches Marketing, das ist der Bereich. Wir sind, hier ist da unser Marketingmix, nennt man auch operatives Marketing, da ist die dritte Ebene. Und wir sind jetzt hier. Na, auf der vierten Ebene gucken wir uns das an. Ja, wir gucken uns den Markt an. So, jetzt gibt es als allererstes, was ist eigentlich Markt? Marktabgrenzung. So, wenn ich sage, wir analysieren den Markt, ganz ehrlich, das ist ein Ausdruck, der ist eigentlich ziemlich irreführend, weil ein Markt ist nicht definiert. Das heißt, als allererstes müssen wir den Markt definieren. Und dann müssen wir auch mal überlegen, was ist eigentlich so ein Markt oder woraus entsteht ein Markt? Wir wissen, Markt entsteht aus Angebot und Nachfrage, aber wir müssen erstmal schauen, welche Nachfrage gibt es denn? So, bei der Nachfrage, da geht man auf die marktrelevante Nachfrage, also die Nachfrage, die mit Kaufkraft ausgestattet ist und die auch befriedigt werden soll. Also nicht das, was ich im Kopf habe, ich möchte mir gerne mal eine Yacht kaufen. Ja, so, das ist keine Nachfrage, weil die wird in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nicht akut bei mir. Ja, so, da muss ich noch ein bisschen sparen. Also die Nachfrage ist das, was wir unmittelbar auch wirklich kaufen wollen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. So, und da gibt es diese tollen Sachen aus dem Wirtschaftsunterricht beispielsweise. Ich will das mal eben ganz kurz machen. Wir sind jetzt bei der Nachfrage und das allererstes, was wir haben müssen, ist ein Bedürfnis. So, das heißt, den Wunsch, etwas zu erfüllen. Das ist meine Yacht noch. Ich habe durchaus das Bedürfnis, mir eine Yacht zu kaufen oder mit einer Yacht rumzuschippern. Jetzt kommt die zweite Sache. Hat das Bedürfnis denn eine entsprechende Kaufkraft? Ja, das heißt, ist der Bedarf da? Okay. So, wenn ich also keine Kaufkraft habe für die Yacht, das ist bei mir definitiv der Fall. So, also ist mir zu teuer, will ich nicht. Dann bleibt es bei dem Bedürfnis. Das war's. Damit habe ich keine Nachfrage. So, wenn ich aber auch die Kaufkraft dazu habe, also erstens habe ich das Bedürfnis, in irgendeiner Weise mir einen Wunsch zu erfüllen. Ich habe B, auch die Kaufkraft. Und C, ich will das auch jetzt machen. Dann habe ich die marktrelevante Nachfrage. Das ist eine Nachfrage, der sich nicht sofort, aber in der nächsten Zeit in irgendeiner Weise ein Produkt kauft, in dem Falle die Yacht. So, und dafür muss ich natürlich Geld geben. So, und das ist nichts anderes wie der Austauschprozess zwischen Angebot und Nachfrage. Das alles. Nur ist nichts dramatisch Neues. Begriffe müssen da sein und die Sache ist erledigt. So, jetzt schauen wir uns mal den Markt an. Die einfachste Definition ist das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage. So, und der Markt sieht eigentlich irgendwie so aus. Na, jetzt schauen wir uns das mal ganz genau an. Hier ist der Markt, das, was wir als Markt verstehen. So, und ich komme gleich noch drauf zu. Wir haben Angebot, das sind unsere Wettbewerber und wir natürlich auch. Wir bieten irgendetwas an und es wird ausgetauscht mit der Nachfrage. So, das ist alles. Gegen Geld und wegen liefern Produkte oder Leistungen, das ist alles. Möglicherweise haben wir noch Händler hier zwischen sitzen, aber das spielt jetzt nicht keine große Rolle. Und dieser Markt, der ist eingebettet in dem Marktumfeld. Das sind zum Beispiel die politisch-rechtlichen Faktoren. Hier in Deutschland beispielsweise ist die Währung, das wäre ein ökonomischer Faktor, zum Beispiel Euro. Das heißt, ich kann, wenn ich Produkte in Dollar anbiete oder so, kann ich sie kaum verkaufen, weil die Leute haben keinen Dollar. So einfach ist das. Oder es gibt auch Gesetze beispielsweise. Hier, eure Kaufverträge beispielsweise, das, was ihr im Wirtschaftsunterricht macht, Vertragsarten und denkt auch mal an Unternehmensrechtsformen. Das bestimmt ja mein Angebot. Ich kann ja nicht auf die Straße gehen und einfach tapeziertisch hinstellen und irgendwas verkaufen. Da kriege ich einen auf den Sack. Darf ich nicht tun. Ich muss ein Unternehmen gründen. Und ich muss auch dann Buchführung erhalten und so weiter. Und das sind Faktoren, die werden von außen bestimmt. Das heißt, der Markt ist eingebettet eigentlich in den Staat. Und der Staat bestimmt das. Oder auch technische Faktoren. Überlegt mal, wenn ich hier sage, okay, ich möchte einen Internethandel aufmachen, dann muss natürlich auch eine Internetleitung da sein. Und ein Kabel, was kein knickert. Ja, sonst kann ich das nicht tun. Das sind technische Faktoren. In anderen Ländern ist das vielleicht nicht ganz so der Fall. Ökologische Faktoren, da kämpfen wir gerade mit. Also Umweltbelastung und wir wollen ja alles sauber machen und so weiter. So, auch das sind Faktoren, die diesen Markt bestimmen. Wenn ich beispielsweise Sachen verkaufen möchte, die hier in Deutschland nicht erlaubt sind, ja, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich die nicht verkaufen. So einfach ist das. Und es gibt auch kulturelle Faktoren beispielsweise, was wir beispielsweise kaufen. Beispielsweise, ich sag mal so, wenn jemand hakelfeucht kaufen möchte, dann kann er das bei uns im hochentwickelten Staat gerne tun. Mit so einem Produkt wäre ich beispielsweise in irgendwelchen Entwicklungsländern völlig falsch, weil die Nachfrage dafür gar nicht da ist.
Ja, so, das sind solche Dinge. Das heißt, der Markt ist eingebettet in den Staat. Ne? Das ist alles. So, und genau das habt ihr übrigens gelernt. Ihr habt gelernt, die freie Marktwirtschaft, ökonomische Faktoren beispielsweise, Wirtschaftsleistung, die beeinträchtigen auch den Markt. Denkt mal bitte an die Konjunktursachen dran. Ich bin in der Boomphase, ich verkaufe sehr viel, ich bin in der Rezession, läuft gar nicht gut, etc. Auch das beeinflusst den Markt. Ja, da sind wir hier oben. Technische Faktoren ist die komplette Infrastruktur in Deutschland. Die vielen Autobahnen, die wir haben, die vielen Eisenbahnkilometer, die wir haben, wunderbar. Auch die beeinflussen meinen Markt, insbesondere meine Distribution. Ökologische Faktoren, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, ja, solche Sachen zum Beispiel. Und auch durchaus einige kulturelle Faktoren. Okay? So, wenn ich einen Markt analysieren muss, dann muss ich zumindest diesen Bereich, möchte ich diesen Bereich analysieren. Das heißt, Angebote in die Nachfrage, möglicherweise noch die Händler. So, das heißt, eine Marktanalyse an sich geht gar nicht. Eine Marktanalyse heißt immer, ich muss die Marktteilnehmer analysieren. Also eine Marktanalyse ist der Oberbegriff und der Unterbegriff ist dann Wettbewerbsanalyse, bin ich hier, Konsumentenanalyse, Verbraucheranalyse, wie auch immer, Handelsanalyse, meinetwegen auch noch Staatsanalyse oder ähnliche Geschichten, kommt auf den Markt drauf an, ist die Sache erledigt. So, das heißt, wenn ich eine Marktanalyse mache, muss ich analysieren, Hersteller, Dienstleister, bin ich hier, den Handel beispielsweise, da bin ich so in der Mitte. So, und ich muss analysieren, den Konsument, Verbraucher, was auch immer da. Das können auch Unternehmen sein, nämlich im B2B. Ja, B2B, ich biete an, irgendwelche Kopierer beispielsweise, die Nachfrage sind dann auch wieder Unternehmen und so weiter. So, das ist ein Markt. Das ist nichts Dramatisches. So, jetzt machen wir weiter. Als allererstes muss ich einen Markt überhaupt beschreiben. Das ist das Erste, was man macht, wenn man über einen Markt redet. Machen wir mal ein Beispiel. Ihr sollt Werbung machen für einen Friseur. So, machen wir ganz einfach. Friseur Düsseldorf, die meisten sind aus Düsseldorf. So, da muss ich die erste Sache machen, diesen Markt zu beschreiben. Welchen Markt meint der eigentlich? So, also gehen wir beim Friseur, gehen wir da rein und sagen, okay, also wir meinen den B2C-Markt in Düsseldorf natürlich, oder erstmal in der Branche Friseur, für Friseurdienstleistungen. Mit Marktteilnehmer Friseure in Düsseldorf, ein lokaler Markt, und den Markt, ja, den aktuellen Markt, also nicht von früher und auch nicht zukünftig. Das wollen wir analysieren. Das heißt, der Begriff Markt, der ist nicht definiert. Den muss ich immer bei jedem Konzept und auch bei jeder Marktanalyse erstmal definieren. Wie sieht denn der Markt aus? Welchen Markt meine ich denn? Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einen anderen Markt habe, sagen wir mal, haben wir einen Freizeitpark, Phantasialand beispielsweise hier bei Brühl oder sowas, und wir wollen diesen Markt analysieren, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Das heißt, Marktebene ist immer noch B2C, also Freizeitpark-Markt mit B2C-Publikum, das ist typisch. So, es geht hier um Freizeit, ja, Unterhaltungsleistung oder Vergnügungsleistung in einem Park. So, und wir müssen Anbieter, das sind keine Hersteller, in dem Fall sind das Dienstleister, analysieren und natürlich Konsumenten. Und das machen wir nicht lokal, das machen wir auch nicht regional, ich würde schon fast sagen überregional, national. Das heißt, alle Freizeitparks in Deutschland sind unsere Konkurrenz. Ich sage das jetzt einfach mal, die müssen wir alle analysieren oder zumindest eine Auswahl davon. Und auch das ganze Publikum kommt vielleicht aus ganz Deutschland, ich weiß das jetzt nicht, ist nicht so wichtig, also muss ich dann mehr oder weniger die deutsche Nachfrage analysieren. Und das mache ich aktuell, also das, was momentan Standard ist, nicht das, was gestern war oder morgen sein wird. Okay? So, das heißt, das allererste, was ich machen muss, ist einen Markt abgrenzen oder definieren, das ist die Marktabgrenzung. Ja, klar? Also Markt, ich sage, ich analysiere den Markt, ist Blödsinn, keiner weiß, welchen Markt. Das ist mir wichtig, Leute. Erst abgrenzen, Leute. Okay? Ja, verstanden? Marktabgrenzung? Ja, ist ganz einfach. Das Erste, was man macht, wenn ich einen Markt habe, ich kann nicht sagen, ich will einen Markt analysieren, damit weiß keiner, was anzufangen. Der Markt muss immer spezifiziert werden von euch. So, und hier unten steht das beispielsweise, Beispiel aktueller B2B-Markt für Bier in Nordrhein-Westfalen zwischen dem Bierhersteller und der Nachfrage Hotellerie und Gastronomie. So, das wäre eine typische Nachfrage. Das heißt, ich suche den Markt für Bier in Nordrhein-Westfalen, und zwar Bierhersteller, Bierbrauer in Nordrhein-Westfalen und die Nachfrage aus Hotellerie und Gastronomie. Das steht da. Und damit ist der Markt eindeutig klassifiziert. Und das ist wichtig, weil Markt muss ich erstmal beschreiben. Und das nennen wir die Marktdefinition und Marktabgrenzung. Das kommt als allererstes. Nicht vergessen. So, jetzt geht's weiter. Dann gibt es noch den sogenannten relevanten Markt. Der Begriff ist auch mal sicher gefallen. So,
Der relevante Markt umfasst die direkten Wettbewerber, also die Leute, die direkt mit mir in der Konkurrenz stehen sozusagen. Andersrum die Leute, die mir wehtun, das ist am einfachsten. So, der relevante Markt ist ein nach Marktebene, also B2B, B2C, Marktgegenstand, was handeln wir denn? Marktteilnehmer, wer fragt nach, wer bietet an, Marktregion und Zeit, abgegrenzter Ausschnitt aus dem Gesamtmarkt, das ist ein Teilmarkt, mehr nicht. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Es gibt noch den Analysemarkt, den lasse ich erstmal weg. So, wenn ich zum Beispiel einen relevanten Markt habe beispielsweise und ich habe 28 Wettbewerber, meinetwegen 28 Bierbrauereien in Nordrhein-Westfalen, ich habe 6 Bierhändler in Nordrhein-Westfalen und ich habe 10 Millionen Konsumenten in Nordrhein-Westfalen, wunderbar. Wenn ich diesen Markt jetzt analysieren möchte, dann habe ich ein echtes Problem. 28 direkte Wettbewerber zu analysieren, ist irre, kriege ich gar nicht hin. 6 Handelsorganisationen geht auch noch zur Sache und die ganzen Konsumenten, naja, das kriege ich einigermaßen hin, aber damit habe ich ein echtes Problem. Dann verdichtet man diesen Markt. Das heißt, man geht hin und sagt, okay, relevanter Markt, den verdichte ich auf wenige Wettbewerber, aber die sind mehr oder weniger repräsentativ, 2 große, 2 mittlere, 2 kleine oder irgendwie sowas. Und auch bei den Händlern dünne ich ein bisschen aus, nur die wichtigsten. Also der Gesamtmarkt wie hier oder alle, sagen wir es mal so, der wird relativ selten analysiert. Das heißt, man macht immer eine Auswahl von den wichtigsten Wettbewerbern. Man nimmt möglicherweise große, mittlere und kleine. Also nicht nur die ganz großen, hat irgendwie Probleme, dann habe ich nur Schwächen. Also ich nehme große, mittlere und kleine, so wie der Markt ungefähr aufgestellt ist. Und auch beim Händler drücke ich das runter und die tue ich dann wirklich analysieren. Das ist alles. Einverstanden?